Trauer und Gedenken am Tatort. Hier in Asberg starb kurz vor Ostern ein 18-Jähriger. Er wurde erschossen. Ein weiterer 18-Jähriger überlebte schwer verletzt. Der Bürgermeister noch immer fassungslos. Ich konnte es gar nicht glauben, wie. Es fielen Schüsse in Asberg. Also das ist ja nichts Alltägliches. Und von daher, erst konnte ich es gar nicht für wahr empfinden eigentlich. Er war nachts einer der Ersten am Tatort. Rückblick. Samstag vor Ostern. Ein Fahrzeug nähert sich laut Polizei um kurz nach eins einem Parkplatz neben Jugendhaus und Grundschule. Unbekannte schießen auf eine Gruppe junger Menschen. Die Polizei nimmt 4 Tatverdächtige fest. Man sucht nach Antworten, wenn so etwas Schreckliches passiert. Und auch einer meiner ersten Gedanken war, natürlich, man hat von vielen verschiedenen Schüssen und Schusswechseln gehört in der Region Stuttgart, ob das dann auch damit zusammenhängt. Eine Frage, die sich nicht nur Bürgermeister Eiberger stellt. Seit Monaten fallen in der Region Stuttgart immer wieder Schüsse. In Stuttgart-Zuffenhausen gleich 4-mal. Aber auch in Esslingen, Ostfildern, Eislingen-Vils, Donsdorf, Reichenbach an der Vils, Plochingen, Asberg und Geislingen gab es Vorfälle. Wir fragen uns, was steckt dahinter? Wo kommen die Waffen her? Gibt es Zusammenhänge zwischen den Fällen? Das fragt sich auch das Landeskriminalamt. Hier laufen gerade alle Ermittlungen zu den Fällen zusammen. Die Fälle sind alle gleich gelagert. Es liegt nahe, dass wir hier einen Tatzusammenhang haben. Aber es läuft natürlich alles noch Gegenstand unserer Ermittlungen. Viel mehr will uns das LKA zurzeit nicht sagen, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Deshalb fragen wir einen, der selbst mal bei der Polizei war. Kriminalist Axel Petermann analysiert Gemeinsamkeiten der Fälle. Der Täter oder die Täter entscheiden sich, aus der Distanz zu schießen. Und das bedeutet für mich schon, dass sie doch nicht erkannt werden wollen, andererseits auch eine Affinität für Waffen haben dürften. Es könnte sich also um Täter und Opfer innerhalb eines eng umrissenen Milieus handeln. Die Gefahr für die Allgemeinheit wäre damit eher gering. Tatsache ist, in den vergangenen 5 Jahren ist die Zahl der Straftaten mit Schusswaffengebrauch laut Polizeistatistik zurückgegangen. 2022 gab es Häufungen im Gebiet der Polizeipräsidien Ulm, Reutlingen und Mannheim. Beim Polizeipräsidium Stuttgart gab es deutlich weniger Vorfälle. Zahlen zu diesem Jahr hat die Polizei noch nicht veröffentlicht. Viele Taten werden mit illegalen Waffen begangen. Sie kommen laut Polizei auch aus dem Ausland nach Deutschland. Der Bundestagsabgeordnete Marcel Emmerich fordert deshalb mehr gezielte Kontrollen an den Bundesgrenzen. Wir haben momentan einen sehr starken Fokus beim Thema Kontrollen auf die ganze Thematik rund um Migrantinnen und Migranten, um Geflüchtete. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir uns auf Waffen fokussieren. Davon geht wirklich eine Gefahr für die Sicherheit aus. Die Bundesregierung will aber auch das Waffenrecht verschärfen. Wie sehen das Menschen, die Waffen ganz legal verkaufen? Wir fahren nach Schöneich und treffen Kerstin Klapper. Sie ist Jägerin und hat einen Waffenladen. Ich finde unser Waffengesetz schon ziemlich streng. Also den Sportschützen und den Jägern wird es schon recht schwer gemacht. Eine geplante Verschärfung zielt auf die sogenannten SRS-Waffen, also Signal-, Reizstoff- und Schreckschusswaffen. Um sie zu erwerben, bräuchte man dann den kleinen Waffenschein. Kerstin Klapper verkauft sie nicht, aber sie bestätigt. Ja, ich werde sehr viel eben nach diesen SRS-Waffen gefragt und auch nach der Munition. Sehr häufig mit unterdrückter Nummer auch oder einfach Anrufe, die mir komisch vorkommen und die ich dann auch natürlich abwimmel. Sie nimmt uns mit in ihr Revier, will uns zeigen, wie sich das Schießen anfühlt. Am Ende bin ich diejenige, die in den Abzug zieht. Also ich bin für meinen Schuss auch verantwortlich. Ja. Von dem her ist es wirklich der Mensch und nicht die Waffe an sich. Wenn die Waffe halt in falsche Hände gerät, dann kann es natürlich gefährlich werden. Gefährlich wie in der Region um Stuttgart. Inzwischen hat die Polizei insgesamt 7 Tatverdächtige festgenommen. Die Motive für die Taten bisher unbekannt.